Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines. Und wie am Anfang jeder Folge, was machen wir da? Wir benennen Dinge nach Abonnenten. Und ja, ich hatte selber nochmal nachgeguckt. Talimgron, deine Firma stimmt, du hattest recht, die war weg. Deswegen kriegst du eine neue. Nur ist die Frage, wo? Ich möchte dir ungerne wieder einem Industriegebiet geben oder so, weil das ist einfach alles zu so schnell weg. Deswegen wirst du einfach ein Hochhaus bekommen im Bankenviertel. Irgendwo halt, ne? Guck mal, das ist doch geil. Ach scheiße, ist aber ein Wohnhaus. Hier, guck mal, sowas. Ne, ist auch Wohnhaus. Ist ja alles Wohnhaus. Wo ist denn mein... Da, der ganze Krempel. Die sind aber nicht so hübsch. Ich bin verwirrt. Wann nimmt man da? Guck mal, hier so eins. Kriegst so eins. Ups. Gigastore. Talimgorons Gigastore. So. Jetzt hast du wieder ein gescheites Unternehmen und es floriert auch bestimmt und so weiter und so fort. Passt. Gut, und der Schlüter-Fan, der wollte eine U-Bahn haben. Ich weiß nicht, ob man die benennen kann. Doch, tatsächlich. Die Innenstadt-U-Bahn-Station wird jetzt die Schlüter-Fan-Haltestelle. Haltestelle. Sehr gut. Hoffentlich kommen sie bei dir nicht zu spät, die ganzen Bösen. Die ganzen Bösen, ne? Scheiße, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ist aber auch egal. U-Bahn, genau. Und der Jona V, der wollte ein ganz besonderes Windrad sein und du wirst so ein hydroponisches Windrad. Hydroponisch ist das richtige Wort, ich hoffe, ja. Jona V. Energy. So. Perfekt. So, und das war's tatsächlich mit Leuten, die benannt werden wollten. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwann ein Ende nimmt, aber es kamen jetzt erstmal keine neuen Sachen. Wenn noch jemand benannt werden will, gerne in die Kommentare schreiben. Mache ich natürlich gerne. Und hier muss ich mich mal ein bisschen um die Infrastruktur, glaube ich, kümmern. Warum sind denn da so viele Tote? Das wird da wohl nicht alles abgeholt. Kann das sein? Doch, eigentlich schon. Ist der voll? Nö, kein Stück. Ach so, eben wurde auch einer abgeholt. Na gut, passt. Wie sieht es hier eigentlich aus? Guck mal, der See sieht doch gar nicht so scheiße aus. Ich habe eigentlich gedacht, der sieht... Ach so, das ist das Flugzeug. Ich habe mich gerade gefragt, was ist das denn für ein Geräusch? Der See sieht gar nicht so schlimmer aus, obwohl hier die ganze Rotze reingepumpt wird. Das ist doch schon mal süpi. Gut, und ich habe mir gedacht, daher, dass wir so unendlich viel Geld momentan haben, na, so viel ist es eigentlich gar nicht, bauen wir mal ein paar von diesen Sondergebäuden. Sowas wie ein Expo-Center und so ein Krempel. Und weil das hier ja quasi so meine Prestige-Stadt sein soll, oder Prestige-Stadtteil, möchte ich das gerne hier hinbauen, so ein Zeug. Vor allem habe ich hier halt in der Mitte auch noch relativ viel Platz. Da macht sich das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Was habe ich denn da eigentlich gerade gebaut? Ach nee, Expo Center habe ich gebaut, ne? Richtig. Ach, das kann man sogar mehrfach bauen. Wisst ihr was? Dann kommt hier unten auch noch so ein Expo Center rein. Boah, das ist aber riesig. Scheiße, das kriege ich hier gar nicht unter. Ne, das kriege ich kein Stück unter. Wobei, hier, oder? Nee. Hier sind überall feste Gebäude. Komm, werd grün. Gebäude existiert bereits. Warum? Also ich kann doch nur eins bauen, oder was? Na gut. Dann gibt's halt ein Aquarium. Das kommt auch hier oben hin.
Voll schön. Ne, warte mal. Was habe ich denn da gebaut? Ach, ist egal. Ich bin gerade absolut verwirrt, wie ihr feststellt. So, und den Turm der hohen Zinsen, den würde ich gerne halt irgendwo zu so Bürozeug bauen. Am liebsten würde ich den hier irgendwo reinbauen. Muss mal gucken, ob ich da ein Plätzchen für finde. Der ist aber halt auch mega groß, ey. Für sowas ist meine Stadt überhaupt nicht ausgelegt, für solche Dinger. Doch, da kriegen wir einen unter. Eben ging's doch. Ach, da. So. Jetzt haben wir hier in der Mitte mal so ein richtig fettes Ding stehen. Und wir haben immer noch so viel Geld. Jetzt will ich aber nochmal gucken. Expo Center. Da kann ich doch anscheinend mehrere von bauen. Ja, kann ich auch. Was ist das denn für ein Quark? So. Da habt ihr euren Expo Center. Damit will ich halt versuchen, ein paar Leute in die Stadt zu bekommen. Theater der Wunder. Wie viel kosten das? 175.000. Ha, Peanuts. Das hier wird die Amüsiermeile hier oben. Und was haben wir hier? Modern Art Museum. Das kommt mal hier hinten, glaube ich, hin. Hier hinten ist noch gar nichts von so einem Zeug. Die freuen sich doch bestimmt auch über sowas. Und was haben wir hier noch? Ein Stadion. Perfekt. Richtig schön Fußball. Und ich weiß auch schon, wie ich es nenne. Das wird das. Moment. Böllenfalltor. Stadion. So. Und wer da spielt, könnt ihr ja mal im Internet nachgucken. Auf jeden Fall bin ich da alle paar Wochen für Heimspiele. Nur sieht unser Stadion nicht so aus. So. Jede Menge Geld schon mal rausgeblasen. Was haben wir hier noch am Start? Habe ich gebaut, habe ich gebaut. Hier, was haben wir hier? Ein großes Einkaufszentrum. Kriege ich das hier noch irgendwo unter? Ich habe die Straßen so eng gebaut, dass es für sowas eigentlich keinen Platz in meiner Stadt gibt. Komm, das hier oben, das kommt mir hier oben irgendwie hin. So eine Ecke. Oder halt auch nicht. So. Bam. Das wird ja sowieso alles nach und nach noch so ein bisschen zugebaut mit Zeug. Das passt dann schon. Steuerbehörde. In der Steuerbehörde sind Beamten unermüdlich an der Arbeit, die Steuer nach ihrem Geschmack zu optimieren. Oh, das ist aber auch sehr nett. Wo kommt die Steuerbehörde hin? Die kommt auch irgendwo hier oben hin. Freuen sich aber irgendwie nicht so viele über die Steuerbehörde. Und das Colossal Order, internationales Büro Colossal Order, das sind ja die Entwickler dieses wunderschönen Spiels. Das würde ich halt am liebsten auch irgendwo in die Innenstadt pappen. Aber das ist so mächtig fett, das Teil. Das kannst du vergessen, das kriege ich hier nicht rein. Da müsste ich irgendwelche Sachen abreißen und das möchte ich ungerne. Naja, das kriege ich da nicht unter, Leute. Scheiße. Na gut, dann kommt's auch hier hin. Da ist jetzt voll die hohe Dichte von wunderschönen Sondergebäuden. Kann ich da noch eins bauen? Nee, das existiert bereits. Das kann ich tatsächlich nur einmal bauen. Ja, passt, würde ich sagen. Und hier hat sich tatsächlich was angesiedelt. Krass, hätte ich nicht erwartet. Den sollte ich vielleicht noch irgendwie mal Bushaltestellen oder sowas machen. Dann können die sich auch nicht beschweren. Aber da sollen die Leute mal schön fleißig umsteigen. So, so. Und fertig. Weil ich ziehe da jetzt nicht noch eine komplette Buslinie bis da rein irgendwo. Die können da ruhig umsteigen. Das ist nicht mein Problem. Gut. Gut. Gefällt mir. Ich speichere mal.
Und was ist denn gerade angesagt? Ich muss jetzt mal schauen, ob ich irgendwie noch irgendwie was anleiern kann. Wie könnte man noch ein paar Leute in die Stadt reinholen? Ich könnte meine Ausgaben mal erhöhen. Das wäre doch vielleicht mal eine Idee. Budget. Einzigartige Gebäude verbessern. Das verbessern. Gesundheit mal verbessern. Alles. Komm, wir verbessern einfach alles mal ein bisschen, damit es hier in der Stadt einfach ein bisschen schöner wird. Nahverkehr vor allem mal ein bisschen verbessern, damit die Leute auch mal auf die U-Bahn und so umsteigen. Bin jetzt halt mal gespannt, ob ich mir das überhaupt leisten kann in dem Maße, wie ich das gerade gemacht habe. Wir gucken alle mal unten in die Mitte auf den, die grüne Zahl neben unserem Geld. Wobei, so schlimm verändert sich's gar nicht. Ich habe jetzt erwartet, dass es ratzfatz irgendwie negativ wird, aber hält sich in Grenzen. So, das hier bauen wir jetzt auch langsam mal voll, das Viertel. Hier ist noch jede Menge Platz. Und den werden wir jetzt auch langsam mal zupflastern. Da kommt jetzt vor allem, verdammt, da kommt jetzt vor allem mal Gewerbegebiet hin. Oder ja, Gewerbegebiet wird gerade ein bisschen verlangt. Ich muss mal gucken, welches nehmen wir denn da. Am besten sowohl dichtes als auch nicht dichtes, wie nennt man das? Wie heißt denn das? Gering besiedelt. So, bisschen damit zupflastern. Und da kommt auch schon was aus dem Boden geschossen. So, und wir bauen noch ein bisschen Wohngebiet dazu. Ich mache das jetzt auch gar nicht mehr so richtig akkurat. Das sieht dann vielleicht auch ein bisschen natürlicher aus. Kommen da überall, wo noch ein bisschen was fehlt, Wohngebiet rein. Passt. Haben die da schon Wasser? Nee. Oh, und ich sehe gerade, uns säuft bald, oder beziehungsweise uns säuft nicht bald die ganze Bevölkerung ab. Wir haben kaum noch Wasser. Wir müssen noch eine neue Wasserpumpe bauen. Ungünstig. Aber hier oben müsste doch eigentlich, wollte gerade sagen, hier oben müsste doch eigentlich alles mittlerweile sauber sein. Scheißdreck ist das hier sauber. Nee, da kann ich natürlich kein Trinkwasser mit holen. Wie sieht denn eigentlich die Wasserqualität aus? Sieht man das? Frischwassereinrichtung. Nee, die Qualität sieht man jetzt nicht. Na gut. Pflanze ich einfach nochmal hier eine ran. Ich glaube, ich brauche. Nee, langt. Abwasserklärung ist auch noch nicht so ganz durch. Ich baue mal noch eine. Eine Kläranlage. Wie sieht es stromtechnisch aus? Das ist alles noch super. Kernkraftwerk war noch nicht notwendig. Wie sieht es denn schultechnisch aus? Alter Falter, 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 Falter. Grundschule verfügbar. Wobei, warte mal. Hier oben wollte ich ja gar keine hinpacken, ne? Ne, wollte ich gar nicht. Die sollen ja doof bleiben. Hier müssen aber noch einiges an Schulen ran. Uni brauche ich nicht. Also Oberschule ist ganz gut, nur das hier fehlt halt. Aber das fehlt ja gewollt. Hier habe ich gerade gesehen, da ist eine Straße nicht zu Ende gebaut. Passt. Und ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit jetzt. Aber hier war doch noch.
Aber welches war. Genau, das war die Antonia. Das heißt, den restlichen Kram, der hier abgebrannt ist, den kann ich mal wegreißen. Hallo? So, jetzt geht's. Hier haben wir noch so ein Ding. Das ist jetzt quasi die letzte Amtshandlung für heute, noch ein paar Dinge abzubauen, die hier nicht hergehören. Die pottenhässlich und kaputt sind. Und hier sind immer mehr Tote. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eventuell mit der Bildung zusammenhängt. Wobei, hä, warum leben denn hier so viele gebildete Leute? What the fuck? Okay, hier wohnen verdammt viele gebildete Leute. Die verteilen sich also einfach. Strange. Wie sieht es eigentlich hier bei dem Kreisel aus? Joa, Verkehrschaos. Immer noch. Und hier stehen überall die ganz kranken Wägen rum. Ey, ich krieg die Krise. Naja. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi.